Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich freue mich sehr, heute hier sein zu dürfen, obwohl ich sehr gerne Sie in einer Präsenzveranstaltung hier gehabt hätte, um zu interagieren. Das gefällt mir bei diesen Aufgaben immer am allermeisten, wenn ich Menschen um mich habe und direkt mit Ihnen sprechen darf. Aber nichtsdestotrotz, wir haben die Situation, mit der wir alle klarkommen müssen, und ich freue mich, hier sein zu dürfen. Mein Name ist Michael Martin, ich bin Unternehmer. 1969 geboren, Vater von drei erwachsenen Kindern, die jetzt dann alle studieren. Und bin sehr dankbar dafür, dass ich ganz früh den Weg des Unternehmertums eingeschlagen habe, schon mit 22, mein erstes Unternehmen gegründet. Bin jetzt fast 30 Jahre für die Automobilindustrie tätig, und zwar direkt für die Autoindustrie. Habe 8 Unternehmen in der Zeit gegründet, aufgebaut und unterschiedlichen Themenfelder besetzt. Ich möchte Ihnen heute ein betreutes Vorlesen ersparen, deshalb führe ich frei durch meinen Vortrag und die Folien werden immer wieder durchgeblättert, so wie ich Ihnen das Zeichen gebe, damit Sie einfach einen kleinen Überblick haben über die Zusammenfassung, was ich so sage. Ja, die 90er Jahre habe ich begonnen mit der Robotik, war einer der ersten in Deutschland, der sich mit dem Thema Roboterprogrammierung, Roboterintegration von Rohbauanlagen, Montageanlagen beschäftigt hat. Und war dann sehr schnell in dem Thema virtuelle Fabrikplanung. Wir haben da eine eigene Software entwickelt, die sogar das, was Delmia und Technomatics, die damals das Tool Robcat hatten und an der Nasdaq notiert waren, in den Schatten gestellt haben mit ein paar Entwicklern, die sehr innovativ waren, die beherzt waren, die Mut hatten, was Neues zu tun in meinem Unternehmen. Und bin immer jemand, der diese Wege unterstützt. Und heute reden wir von einer Revolution, digitale Revolution 4.0. Wir reden von einem digitalen Menschen, da komme ich nachher noch dazu. Das heißt, auf meinem Weg als Unternehmer hatte ich diese Themen schon sehr lange und bin sehr früh die Themen angegangen, von der Unix-Plattform auf Microsoft mit der Firma KUKA, wo wir die Roboter auf Microsoft umgestellt haben, die digitalen Daten einer ganzen Fabrik zusammengebündelt haben. Das heißt, diese Erkenntnis habe ich in meinem Berufsweg, wie man das tut. Dann bin ich in die Fahrzeugentwicklung nach den Jahren 2001, 2002 Gesamtfahrzeugentwicklung, Schwerpunkte wie Leichtbau in den Fahrzeugen, wie Crash-Absicherung, Leistung und Verbrauchswerteberechnung, Test und Absicherung, Validierung von Fahrzeugen, von Prototypen weltweit auf allen Rennstrecken, was meine Ingenieure die letzten Jahre auch sehr intensiv für einen Autohersteller in München gemacht haben. Und nach all diesen Jahren habe ich mit etwas 50 plus entschieden, ich werde etwas ruhiger, was das Thema anbelangt, habe eines meiner Firmen, die VidaNamics, an die Formel-D-Gruppe letztes Jahr im September verkauft. Viele haben mich schon gefragt, ob ich wusste, dass Covid-19 kommt. Nein, ich wusste es nicht. Aber ich wusste, dass schwere Zeiten in der Autoindustrie anstehen und ich mich um Zukunftsvisionen kümmern wollte und möchte. Deshalb habe ich mir Luft verschafft durch diesen strategischen Verkauf. Ich habe in den letzten 30 Jahren mehrere Unternehmen an strategische Investoren verkauft. Und alle Arbeitsplätze sind erhalten geblieben, alle Arbeitsplätze wurden erhöht, allen geht's gut. Das heißt also wirklich ein klassisches gutes Geschäft für beide Seiten gemacht. So, aufgrund meiner Vita und Erfahrung, die ich habe, gehe ich in das Thema seit Jahren Mobilität der Zukunft, was mir persönlich sehr am Herzen liegt. Wir sehen hier aktuelle Forbes-Auskunft, die 10 reichsten Menschen der Welt und die 10 wertvollsten Unternehmen. Und wenn Sie das anschauen, dann sehen wir bei den 10 reichsten Menschen, dass wir da circa 1 Billion US-Dollar verzeichnen, also wirklich 1.000 Milliarden. Und auf der anderen Seite 9 bis 10 Billionen an Firmenwerten, ganz oben Microsoft. Saudi Aramco, Öl, Gas spielt in einer anderen Liga, aber wir sehen Daten, Software. Das ist die Zukunft und Daten und Software überholt auch die Hardware. Hardware werden Sie immer brauchen, aber der Schwerpunkt geht in die Sensorik und in die Software. Egal, was wir tun, egal, was wir in die Hand nehmen als Menschen, alles hat durch uns eine Moral oder keine. Geld hat keine Moral. Rohstoffe, Diamanten, Gold, es hat keine Moral. Wir sind es, die den Dingen die Moral geben. Wir geben den Themen eine Seele und wir sind die, die es bewegen, mobil machen, ehrlich machen, tauglich machen, für den Menschen gebrauchbar machen. Das ist der Mensch. Und der Mensch sollte auch den Anspruch haben, immer der Master im System der Technologie zu sein. Wir sind die Instanz. Es kann nicht sein, dass wir Algorithmen entwickeln, die selbst irgendwas für sich tun und sich selbst weiterentwickeln. Da muss es einen Rahmen dafür geben und der Rahmen muss der Mensch stecken. Auch die Gesetze, die Grundlagen, alles muss der Mensch stecken. Also, ergo, der Mensch erschafft
Und ich wünsche mir, dass es in Zukunft so bleibt, dass der Mensch erschafft. Wir sind auch die letzten Jahre immer davon ausgegangen, dass die Zulassungszahlen nach oben gehen, dass wir bis 2030 fast eine Verdoppelung der Fahrzeuge haben, ist nicht der Fall. Covid-19 hat auch hier ganze Arbeit geleistet. Wir haben einen Umbruch, den wir uns alle vor einem Jahr nicht vorstellen hätten können. Wir leben in einer Zeit, die so einzigartig, bedrohlich, aber auch als Chance zu empfinden ist, das ist außergewöhnlich. Wirklich sehr außergewöhnlich für uns und für unsere Kinder und die Nachfahren. Sie sehen, dass wir praktisch jetzt in den Zulassungsstatistiken und den Zahlen nach unten gehen. Wir gehen nicht mehr nach oben. Aktuell wird das automobile Geschäft gestützt durch China. Ich habe die aktuellen Zahlen der Konzerne gestern bekommen. Das dritte Quartal läuft gut durch den Absatz in China. Europa, Deutschland ist praktisch kein Markt aktuell. Aber China floriert und läuft. Die Formel-D-Gruppe hat über 1000 Mitarbeiter in China. Wir haben die aktuellen Zahlen auch dort, wie sich Umsatz und EBIT entwickeln. Und aktuell läuft es. Gibt es gar keine Pandemie mehr. Es gibt kein Problem mit dem Virus. Gut, es ist ja auch alles unter Kontrolle. Sie können ja das Haus auch nicht verlassen, ohne dass jeder weiß, wo Sie sind. Also die Infektionskette ist hier mehr als im Griff. Wenn Sie sich auf die staufälligsten Ballungsräume schauen, finden Sie keine deutschen Städte. Wir haben keine Megacities, wir haben eigentlich gar nichts, was das anbelangt. Und dennoch, wenn Sie in München leben, wissen Sie, von was ich rede. Individueller Verkehr macht fast keinen Spaß mehr. Sie sehen hier Rio de Janeiro, Sie sehen auch Paris, Rom darin, Chicago, New York City, die Metropolen dieser Welt und die Zeit, die Sie im Stau verbringen. Und das ist für alle Menschen natürlich eine Zumutung. Und es wird auch nicht nur besser durch hochautonomes Fahren, durch mehr Nahverkehr über Busse, Bahn und so weiter, sondern es muss etwas anderes geschehen. Auf das gehe ich nachher noch ein. Transport von Mensch, Waren, Auswirkungen auf unser Leben, auf unser individuelles Leben, auf unsere Mobilität, die auch individuell zum Teil sein sollte. Ich denke, keiner von Ihnen möchte eine Zukunftsvision, wo er nur noch gefahren wird und selbst gar nicht entscheiden kann, wie er von A nach B kommt. Also zum Business verstehe ich das. Abends mal schnell zum Abendessen, wenn man ein Glas trinkt und nicht mehr fahren will, finde ich auch sehr sexy. Ja? Aber in Wirklichkeit ist das Thema Individualverkehr, hochautonomer Verkehr und das kollabierende Straßennetz eine unfassbare Voraussetzung für das, was in der Zukunft auf uns zukommt und wie wir das lösen sollen. Die Individualisierung unserer Mobilität, wie gestalten wir die? Also über mehr Busse, Bahnen, gestrukturierten Verkehr oder über Zweiräder. Egal was wir jetzt machen, ja, übergeordnete Straßen, wo nur für Fahrräder, Motorräder zuständig sind. Wir können in die Höhe gehen, wir können alles machen. Wir bekommen den Kollaps nicht geregelt, schaffen es nicht. Der Versuch, das alles zu tun, über hochautonomes Fahren, der wurde angegangen die letzten 10 Jahre. Man hat auch wirkliche Teilerfolge erzielt und wir sind selbst mit in der Entwicklung mit unseren Kunden zum Thema hochautonomes Fahren mit über 100 Ingenieure gewesen und aktuell natürlich immer noch. Das Thema hochautonomes Fahren wird aktuell so mit der Priorität nicht mehr verfolgt von den Konzernen, das kann ich Ihnen sagen. Die Mobilitätszusammenarbeit zwischen BMW und Daimler ist aufgekündigt. Das hat einen guten Grund, weil man sieht den Sinn aktuell nicht und hat andere Herausforderungen wie die Elektromobilität, die Mobilität der Antriebstechnologie an sich, Antriebstechnologie-Mix, und da gehe ich nachher noch drauf ein. Sie sehen in meinem Vortrag, vollautonomes Fahren ist durchgestrichen. Es wurden unzählige Milliarden investiert, aber nicht der Erfolg, weil die Grundlage unserer Straßen, unseres Gesetzes, unserer Versicherungsstruktur nicht gegeben sind dafür. Das heißt, wenn wir sagen, in 10 Jahren fahren wir hochautonom, sehe ich heute so noch nicht. Wir fahren autonomer, aber nicht vollautonom. Das heißt, auch der Markt der Assistenzsysteme, der Kameras ist ein riesengroß anwachsender Markt, wobei auch das Thema autonomes Fahren, autonomes Reisen ein gewisses Akzeptanzproblem in unserer Gesellschaft hat. Wir machen uns Sorgen, wir steigen in ein Fahrzeug, welche Daten hinterlassen wir? Wer fährt? Wie fährt man? Was wird kontrolliert? Wie leben wir denn in Zukunft? Und da komme ich auf ein großes Gesellschaftsthema. Das heißt, wir wollen die Vorzüge aller technologischen Entwicklung, aber wir betrachten die Schattenseiten nicht. Wir brauchen Licht und Schatten all dessen, was entwickelt wird und müssen es auch wirklich anschauen.
Mit welchem technologischen Fortschritt kaufen wir welchen negatives Verhalten noch ein, was uns als Mensch beeinflusst und uns Individualität nimmt? Weil wir sind Menschen, individuelle Menschen. Und da geht es um Humanismus. Das Thema Humanismus fehlt mir etwas in allen technologischen und wirtschaftlichen und politischen Gesprächen. Mir kommt der Mensch etwas zu kurz. Zum Mobilitätsmix unserer Antriebstechnologie. Batterie, Wasserstoff, Hybrid, Brennstoffzelle. Ich bin der Meinung, dass wir einen Wettbewerb brauchen, einen freien Markt, um die Technologien zu erforschen, um auch zu sehen, was ist wettbewerbsfähig und in welcher Technologie machen wir den ersten Quantensprung. Wir werden Quantensprünge machen, was unsere Technologie anbelangt. Und ich bin dafür, dass wir allen Antriebsformen, die es möglich machen aktuell, eine Chance geben und nicht nur der Elektromobilität. Ich sehe die Elektromobilität in Innenstädten, in Cities, für absolut gegeben, wenn ich einen kleinen Akkupack habe und aber zusätzlich eine weitere Antriebstechnologie, um auf Überland und Autobahn zu fahren. Ich sehe eine reine Elektromobilität auf Überland und Autobahn aktuell heute mit der Technologie nicht für empfehlenswert. Das ist meine persönliche Meinung. Und deshalb möchte ich, dass auch die ganzen Technologien, Brennstofftechnologie, Wasserstoff, die neuen Akkutechnologien erforscht werden, und zwar unter Wettbewerbsbedingungen, dass wir uns am Markt, ja, forschen und auch Marktreife erreichen, wo die Kunden kaufen können. Wir fördern jetzt die Elektromobilität mit sehr viel Geld, das Geld kommt vom Steuerzahler. Da müssen wir auch sagen, okay, die Bürger kauft es nicht, weil die Antriebsform, die Antriebstechnologie zu teuer ist. Also wir brauchen einen echten Markt, einen echten Wettbewerb, um dieses Thema nach vorne zu bringen. Und zum Thema neuer Technologien, Batterietechnologie, komme ich noch. Akzeptanz in der Bevölkerung, Verantwortung für die Rückschläge, politischer und rechtlicher Rahmen und die deutsche Autoindustrie wird liefern. Wir sind ja schon seit langem totgesagt. Die deutsche Autoindustrie hat ja ein Imageproblem durch Elon Musk, durch Tesla, die uns alle davongefahren sind. Das ist nicht so. Das ist nur scheinbar so und ich sage Ihnen auch warum. Die deutsche Autoindustrie hatte eine Aufgabe und hat eine Aufgabe, mit dem, was sie tun, Geld zu verdienen. Gewinne zu erwirtschaften ist eine Pflicht von Unternehmen, sonst straft sie das Finanzamt ab wegen Hobbyismus. Das heißt, Gewinne zu schreiben ist nichts Negatives, das brauchen wir, damit zahlen wir Steuern, damit fördern wir ja auch Elektromobilität. Und das heißt, die deutschen Hersteller haben ihre Verbrennungstechnologie so lange verbessert und damit Geld verdient und der Bürger wollte das so kaufen. Er ist nicht bereit für einen Range Extender, einen i3, 40.000 Euro zu bezahlen, der mittlerweile auch aus dem Programm genommen wurde. Aber die Elektromobilität, meine Damen und Herren, hat einen Preis, der einfach noch für den normalen Bürger, und ich rede jetzt nicht von Kalifornien, von Arnold Schwarzenegger, sondern ich spreche vom normalen Bürger, der seine Brötchen hart verdient mit 40, 50 Stunden in der Woche. Kann er sich nicht leisten. Also, wir brauchen etwas, was der Bürger im Wettbewerb auch kaufen kann und dann tut er es auch. Dementsprechend hat die deutsche Autoindustrie auch irgendwann erkannt, wir müssen das tun, aber der Druck kommt dann nicht aus der Politik. Der kam nicht vom Kunden. Die Kunden sind nicht zu unseren Herstellern gegangen und gesagt, ich will ein Elektroauto. Haben die nicht gemacht. Es ist eine Diskussion aus der Politik, ist gestartet, ist in Ordnung, aber wir haben und sollten eine freie Marktwirtschaft haben. Und dazu gehört einfach, dass die Hersteller selbst entscheiden können, was entwickeln sie, wie entwickeln sie und was bringen sie an den Markt. Wir haben CO2-Beschränkungen, wir haben Richtlinien, das ist alles okay, alles gekauft. Aber in dem Rahmen sollte ein Hersteller selbst entscheiden dürfen, was er tut. Das geht jetzt um meine unternehmerische Freiheit, die mir sehr am Herzen liegt. Da merken Sie, da werde ich emotional. Ich bin lange Unternehmer und die Freiheit eines Unternehmers, das habe ich mir noch immer ungern nehmen lassen. Das ist ganz wichtig. Und heute sind wir in einer Zeit, da wird Ihnen alles vorgeschrieben. Wo welcher Feuerlöscher hängt, welcher Betriebsarzt wen untersucht, wann welcher Fahrer in einem Prototyp welche Augenuntersuchung macht. Ich sage Ihnen, das hat mich so dermaßen angefasst emotional, was ich da in meinen Betrieben erlebt habe. Und heute bin ich froh, dass ich dieses operative Geschäft nicht mehr tun muss, sondern in der Strategie noch Mitglied meiner Geschäftsführung bin und dort als strategischer Berater im Gesamtkonzern unterstützen darf. Und da fühle ich mich heute viel wohler. Jetzt komme ich auf das Thema das Auge. Alles, was wir heute haben, entwickeln, alles, was mobil ist, ist wie ein Auge.
Es kann alles sehen, weil alle Autos haben Kameras, Rundumsicht, Sensoren, Aktoren, Radarsensoren. Ein Automobil ist wie ein fahrendes Auge. Und die Daten des Automobils sind in der Blackbox gesichert. Das heißt, wenn Sie einen schweren Autounfall haben, wo ein großer Schaden entsteht oder sogar menschlicher Schaden, dann kann es sein, dass diese Blackbox vom Hersteller gelüftet wird und genau gezeigt wird, bei welcher Geschwindigkeit Sie gebremst oder nicht haben. Das ist alles im Detail nachvollziehbar. Das heißt, die Daten in einem Automobil sind was sehr Wertvolles. Und das haben nicht nur die Autohersteller oder die Kunden erkannt, das haben auch große Softwarekonzerne, aber auch unsere Governments haben das erkannt, dass das ein Schatz ist, den es zu heben gilt. Wir haben zum Beispiel in der Autoindustrie 2 Billionen an Umsätzen, wo wir sehen, diese Umsätze werden wir in Zukunft mit Sensorik, mit Kameras, mit der Software dazu machen. Also wie Sie sehen hier 2020 bis 2030, was wir hier an Umsätze machen können, bis zu 2 Billionen US-Dollar werden aktuell geschätzt im Bereich Sensorik, Aktorik. Das hat also eine Bewandtnis und zwar nicht nur fürs Automobil, fürs Gebäude, für das Fahrrad, für das Motorrad, für alles, was sich bewegt oder steht. Alles wird ausgestattet mit Aktoren und Sensoren. Und da jeder von uns ein Handy dabei hat, sind wir eh immer online und man weiß, wo unser Auto steht. Und die neuen Player in der Szene sind ja nicht nur Tesla, es sind ja ganz andere Firmen, Google, Waymo und die ganzen Firmen, die auch im hochautonomen Fahren viel schneller entwickelt haben wie unsere klassische Autoindustrie, weil sie sich ausschließlich über Software und Daten beschäftigen. Und das haben auch unsere Hersteller erkannt, dass dort die anderen einen Vorsprung haben. Und die haben auch einen geldlichen Vorsprung. Wenn Sie sehen, wie die Unternehmen kapitalisiert sind, die können halt schnell mal 100 Milliarden in was investieren. Das geht nicht als Automobilkonzern, vor allem nicht, wenn Sie jetzt, wie aktuell, so schlechte Bilanzen haben. Und Dinge entwickeln, die halt massiv Entwicklungskosten verschlingen, aber Time to Market es nicht wieder reinspült. Sie kriegen nicht so schnell die Fahrzeuge auf die Straße. Und Sie sehen es bei Volkswagen. Volkswagen, da hätte ich dieses Jahr eine Wette abgeschlossen, dass Volkswagen ganz schnell seine Elektrofahrzeuge auf den Markt bringt, um gegen Tesla anzutreten und damit er nicht so viele Marktanteile bekommt, hat nicht funktioniert aus dem Grund der Softwareübertragung. Software on the air hat nicht funktioniert. Das heißt, da haben wir als Hardwarehersteller noch ein Thema mit Software und Diagnosesysteme. Und da sieht man wieder, wo die anderen ihren Vorteil hernehmen und wie sie das schnell in den Markt umsetzen. Vernetztes Auto wird Google der realen Welt. Visionen einer neuen Mobilität. Das vernetzte Auto, die Technologieträger, die Mobilität in die nächste Dimension. Jetzt kommen wir zu dem Thema, was mir sehr am Herzen liegt, was ich seit Jahren vertrete und ich auch sehr intensiv und tief in der Entwicklung drin bin. Ich bin aktuell in Kontakt mit einem Unternehmen im Silicon Valley. Das wurde gegründet von 5 sehr interessanten Menschen, die sehr tief in der Automobilentwicklung waren. Mehr darf ich nicht sagen, ich habe ein NDA und darf nicht im Detail sprechen, aber die Gespräche, die ich führe, ich möchte mich auch an diesen Unternehmen beteiligen, sind sehr hochinteressant. Wir gehen in die nächste Dimension, in die 3. Dimension. Wir sehen auf der Straße den Kollaps, den können wir so nicht beseitigen und aktuell, wenn wir sehen durch Covid-19, ja, die öffentlichen Verkehrsmittel werden jetzt nicht überreizt. Viele Menschen wollen doch wieder für sich reisen und etwas geschützter sein. Wenn wir jetzt sagen, wir gehen in die 3. Dimension, das heißt, da fliegen wir sofort hochautonom. Wir werden Personendrohnen haben. Aktuell gibt es genügend Prototypen von Lilium, von Airbus, von Volocopter, die alle schon abgehoben sind, die auch ihre Jungfernflüge gemacht haben. Und ich stehe auch mit Flughäfen in Verbindung, mit dem Wirtschaftsbeirat, mit dem Europäischen Wirtschaftssenat und vermittle dort, wie es in Zukunft Start- und Landebedingungen gibt, senkrecht starten, senkrecht landen. Und hier haben wir das Thema der Elektromobilität in der Luft in der 3. Dimension. Aber aktuell noch mit der alten Batterietechnologie, die, wie Sie alle wissen, weder umweltschonend noch ein Entsorgungskonzept, geschweige denn voller sauberer Strombetankung sein kann. Das ist meine persönliche Kritik noch an die Elektromobilität.
Die Basis der Batterie stimmt nicht, die Herstellung stimmt nicht, die seltenen Erden. Und Sie wissen alle, wie viel Wasser das verschlingt, um seltene Erden zu schürfen, welche Menschen daran arbeiten, ob jung oder alt. Es ist nicht sozial, es ist nicht grün und es ist für mich keine Alternative aktuell, außer ein Hybridantrieb, der in der Stadt elektrisch segelt und auf Überland immer noch ein sehr sparsamer, modernster Verbrennungsmotor zum heutigen Stand 2020 drin ist. Wir wollen in der Zukunft ganz schnell eine neue Akkutechnologie entwickeln, das heißt eine Trockenfeststoffbatterie, die nicht mehr das Hälfte an Gewicht hat und 3- bis 4-fache Stromkapazitäten binnen Minuten auf 70-80% aufgeladen ist. Das ist für mich, für die Elektromobilität ein Quantensprung. Den brauchen wir. Den brauchen wir vor allem in der dritten Dimension, wenn wir über bemannte Drohnen sprechen und mit denen fliegen. Kurzstrecke. Sie fliegen zum Flughafen, von Ihrem Hotel. Sie können landen auf den Hotels, auf gewissen öffentlichen Plätzen. Und somit entspannen wir die gesamte Situation auf der Straße und können auch dort mehr und mehr autonom reisen. Aber solange wir individuelle Fahrspuren haben von Menschen, die einfach fahren und man nicht genau weiß, wie sie reagieren, hat das autonome System ein Problem, wenn der Individuelle in die Schlange reinfährt. Haben wir ein Thema, das muss man lösen. So, wir haben jetzt zum Beispiel die Möglichkeit in Zukunft, und ich sage Ihnen auch einen Zeitstrahl, wir werden die nächsten 7 bis 10 Jahre die Mobilität in die dritte Dimension realisieren für ein geringeres Klientel, was sich das leisten kann. Das ist Fakt, so wird es kommen. In 20, 25 Jahren haben wir das flächendeckend, dass wir diese Mobilität für unsere Mitmenschen haben in der dritten Dimension. Und zwar mit der neuen Akkutechnologie, mit bemannten Drohnen, wo Sie zum Beispiel mit 4 Personen eintreten und Sie haben auch in dem Flug ein Erlebnis. Ihre Daten holen Sie aus der Cloud, wenn Sie reingehen. Sie können arbeiten, Sie können Aktien handeln, Sie können Fernsehen schauen, alles. Wenn Sie rausgehen, locken Sie sich aus Ihrer Cloud und alles ist in Ordnung. Die Fahrzeuge werden geladen, induktiv, dann kommt keiner mehr mit dem Stecker, dann sind die Schleifen in der Erde. Und Sie sehen heute schon bei Amazon, Amazon liefert bereits über Drohnen Pakete aus, autonom. Die Luftfahrtindustrie hat es uns seit Jahrzehnten vorgemacht. Autonomes Fliegen, gar kein Problem. Beim Fliegen ist das Thema Landung und Start. Wenn Sie senkrecht starten, senkrecht landen, haben Sie kein Problem mehr. Das heißt, auch die Technologie, die dahinter steht, ist so sicher, dass Sie auch keine Angst vor Absturz haben müssen. Das heißt, Sie haben einen Notfallschirm drin, der erkennt sofort, wenn Sie Höhe verlieren, löst aus die passende Höhe. Es passiert Ihnen definitiv nichts. Das heißt, die Sicherheit des Reisens in der dritten Dimension wird größer sein wie das Reisen auf der Straße. Damit schaffen wir die Mobilität der Zukunft. Und was die Grundlage dafür ist, sind die Megacities, die die nächsten Jahrzehnte entstehen. Es entstehen über 100 Megacities. Jede Megacity grundsätzlich über 10 Millionen Menschen als Minimum. Und dann sehen Sie schon, bei 100 Megacities haben Sie schnell mal zwischen 1,5 und 3 Milliarden Menschen versorgt. Diese Megacities wird es nicht in Deutschland geben. Deutschland ist kein Land für die gesamte Technologie oder Mobilität der Zukunft. Wir können aber eins sein. Wir können Treiber der Technologie sein. Wir können Treiber dieser Visionen sein. Und wir können ganz, ganz hervorragend mitspielen und müssen uns auch im Bereich Software-Business nicht zurücknehmen. Kalifornien ist extrem stark in Software, aber extrem teuer. Jeder, der in Kalifornien schon war, weiß genau, was dort die Angestellten kosten, die Unterkünfte kosten, die Lebensstruktur kostet. Extrem teuer. Das heißt, diese Firmen, die im Silicon Valley diese Technologie entwickeln, haben Dependancen in Deutschland und vor allem in München. Vor allem in München, weil der Qualitätsanspruch, den wir haben in Deutschland, der ist weltweit bekannt. Was glauben Sie, warum der Elon Musk nach Deutschland kommt mit dieser Fabrik? Der weiß genau, sein Qualitätsanspruch passt nicht. Er will anders produzieren und das kann er sehr gut in Deutschland. Er hätte woanders viel günstigere Grundstücke bekommen. Und der große Vorteil, den Elon Musk in seiner Entwicklung hatte, den die Autoindustrie von uns nicht hat, er hat das Fahrzeug entwickelt über den Akkupack. Es gab eine Batterie und dann hat er gesagt, darüber bauen wir das Auto und nicht umgekehrt. Wir bauen ein Auto und packen einen Akkupack rein. Umgekehrt. Akkupack und dann generieren wir das Fahrzeug drum
und eine Plattform, ein Steuergerät. Wir alle in unseren Autos haben viele Steuergeräte, 70, 80 Steuergeräte teilweise. Das heißt, wir haben ein großes Schnittstellenproblem, das kostet uns Taktzeit, das kostet uns Rechenzeit und deshalb hat Tesla uns auch eine Nase vor allem durchs Modell 3. Im Model 5 hat er noch mehrere Steuergeräte drin, die er jetzt konsolidiert. Im Model 3 das erste Mal. Ein Laptop ist dieses Fahrzeug und da ist alles drauf und da wird alles gesteuert. So einfach ist es. Die Elektromobilität macht es ja auch möglich, wenn wir viel weniger Systeme zu verwalten haben wie beim Verbrenner. Und deshalb kann er auch dieses Fahrzeug viel günstiger anbieten. Das heißt, das alles, das ganze Wissen nehmen wir mit zur Mobilität in die dritte Dimension. Mit diesem Wissen, der Software, dem großen Raum, in dem wir uns bewegen, in hunderte Meter in der Luft, haben wir einen großen Raum zur Verfügung. Wir haben gar kein Problem, dort autonom zu fliegen. Wir haben so viel Möglichkeit auszuweichen und das ist für uns eine absolute Reise wert in der Zukunft. Wie die entstehen, wie die ausschauen sollen, das ist schon sehr, sehr spicy. Aber jetzt komme ich zur Kehrseite all dieser Thematik. So wie mich die Mobilität in der dritten Dimension fasziniert, so bedrückt mich das Individuelle des Menschen, was verloren geht. Ich bin noch oldschool. Die, wo mich kennen, die wissen das, dass ich einfach auch ein Unternehmer alter Schule war und bin und mir die Individualität der Menschen am Herzen liegt. Mitarbeiter individuell führen zu können. Nicht, verstehen Sie, ausschließlich in einem System betrachtet zu werden. Und in die Richtung bewegt sich natürlich jede Digitalisierung. Wenn wir von der Industrie 4.0 reden, okay, gekauft. Aber es geht um den Mensch, der digital werden soll. Und da richte ich auch einen persönlichen Appell an alle Menschen. Überlegen Sie sich, was das bedeutet, ID 2020, einen voll digitalen Menschen zu haben. Was bringt es Ihnen und was sind die Schattenseiten davon? Und in diesen Megacities werden Millionen von Menschen verwaltet. Die Individualität kann so nicht gegeben werden, sondern wird vorgegeben von einem System. Und Richtung Abschluss zu meinem Vortrag heute möchte ich Ihnen ein paar Pressestimmen mitteilen, die ich gestern und heute im Handelsblatt gesehen habe. Wir fliegen Wasserstoff, das emissionsfreie Fliegen macht es möglich. Das heißt, auch mit Wasserstoff, die Brennstoffzelle, Langstreckenflüge, finde ich hervorragend und gehört unterstützt, dass wir das auch tun, was wirklich unserer Umwelt etwas bringt. Das nächste, Microsoft. Ich bin kein Gegner von Microsoft, ich bin ein Freund von erfolgreichen Unternehmen. Nur wenn ein Unternehmen so eine massive Alleinstellung hat, dann muss ich mir auch meine Gedanken dazu machen. Das Cloud-Geschäft verhilft Microsoft zu einem Gewinnsprung. Über 10% Umsatzanstieg und das Thema Homeoffice lässt die Cloud explodieren. Wer profitiert? Der, wo die Softwareplattform fast für alle Menschen verwaltet. Das heißt, das wertvollste Unternehmen, 1,3 Billionen und profitiert vom Cloud-Geschäft. Da müssen wir uns Gedanken dazu machen. Das nächste ist, die Frau Merkel, unsere Kanzlerin, drängt, dass sie die Daten der deutschen Autoindustrie bekommt. Daimler, BMW, Audi, VW. Sie möchte den Zugriff auf die Daten ihrer Nutzer, der Autofahrer. Und da soll eine eigene Firma gegründet werden, eine GmbH in Deutschland, die eine Spezialsoftware entwickelt und somit auf die Daten der Konzerne zugreift und natürlich die Konzerne die Daten noch haben dürfen. Aber die Datenbasis in Summe hält. Und wen interessiert das äußerst stark? Google, Facebook, Alphabet, diese Firmen stehen schon dahinter. Wenn Sie den Artikel lesen von gestern Handelsblatt, da sehen Sie die Struktur, was Daten wert sind. Das fehlt Ihnen. Ihnen fehlen die Daten der Autos. Und wenn man das weiß, wie heiß diese Daten umkämpft sind, dann wissen Sie, was auf uns zukommt. Dann das Thema digitale Revolution. Die künstliche Intelligenz, die weiß schon, bevor Sie etwas kaufen wollen, was Sie kaufen wollen und gibt Ihnen die richtige Werbung. Auch ein hochspannender Bericht, den es frei im Handelsblatt zu lesen gibt, wo die Reise hingeht, Erforschung des Unterbewusstseins. Und zum Abschluss, für mich und für Sie vielleicht, die Essenz, was vor uns liegt, was vor uns steht, erfordert unfassbare Anstrengung, damit wir unser humanes Leben miteinander nicht verlieren. Jahrhundertveränderungen
fordern Jahrhundertanstrengungen. Ohne das wird es nicht geben. Meine Eltern haben gesagt, ohne Fleiß kein Preis. Das kommt das Gleiche hinaus. Technologien müssen wir vor Missbrauch schützen. Datenschutz, Technologien, wie sie entwickelt werden, sind ein Herzensanliegen von mir. Und der Mensch muss immer Master des Systems der Entwicklung bleiben. Muss der Mensch sein. Und Enzo Ferrari hat es schon früh erkannt. Er hat immer gesagt, alles, was du dir erträumen kannst, kannst du auch erschaffen. Das heißt, Gedanken werden Worte. Worte können zur Tat werden und die Taten sind dein Leben. Und das ist für jeden von uns eine Aussage. Wir werden an unseren Taten gemessen und nicht nur an unseren Worten. Und zum Abschluss sage ich Ihnen eins. Bei uns hieß es so, was nichts kostet, ist gefährlich. Wenn es nichts kostet, eine Dienstleistung, dann sind Sie das Produkt. Das müssen wir uns auch überlegen, was da geschieht. Dass wir praktisch kostenlos unsere Dienste nehmen, ob WhatsApp oder was auch immer. Wir hinterlassen die Daten, wir hinterlassen die Spuren, wir sind die Käufer der Werbung, wir sind das Produkt. Und der absolute Appell von mir, eine Herzensangelegenheit, ist der Humanismus. Respekt, Anerkennung, Mitgefühl, Mut, Ehrlichkeit, das sind meine Wünsche an unsere Gesellschaft, an Sie, an unsere Kinder und vor allem an die Menschen, die finanziell unabhängig sind. Und ich möchte jetzt Sie ganz persönlich, die einen guten Stand in unserer Gesellschaft haben, finanziell unabhängig sind, ansprechen. Sind Sie mutig? Gehen Sie auch gegen den Mainstream und gegen landläufige Meinungen und stehen Sie hin und stehen Sie für Ihren Mut und Ihre Überzeugungen ein. Informieren Sie sich breit weltweit. Wo stehen wir heute? Was tun wir? Wo geht die Reise mit uns allen hin? Das sind wir unseren Kindern und Kindeskindern verantwortlich dafür. Und um das geht es mir heute. Es ging nicht nur um Technologie. Es ist auch ein Aufruf an uns alle. Lassen Sie uns gemeinsam humanistisch die Welt verändern und nicht nur digital. Und ich stehe gerne für weitere Auskünfte Ihnen zur Verfügung und ich danke Ihnen sehr herzlich.